ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder eine weitere Loadout-Challenge hier bei Star Wars Battlefront. Diesmal die Dr. Eversahn-Challenge. Dafür haben wir dabei die Oxus-Granate, explosiver Schuss, Thermaldetonator und Berserker mit der SE-14C. Ich habe mir hier meinen super tollen Dr. Eversahn nachgebaut mit der super krassen Glatze hier. Naja, wir müssen auf jeden Fall einige Aufträge machen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. 15 Kills mit der SE-14C, ein Kill mit der Deoxys-Granate. Das wird schwer, das wird wieder schwer. 5 Kills mit Thermaldetonator und ein Gegner von hinten erschlagen, ohne dass dieser uns irgendwo bemerkt. Oder dass wir von irgendwem beschossen werden oder sowas. Also so ganz, ganz sneaky. Das ist am besten hier wahrscheinlich, wenn man irgendwo campt. Dann haben wir getroffen, den Typen, aber hat nicht gereicht. Schade, schade. Wir können ja mal sagen, wer ist überhaupt dieser Dr. Eversahn? Ich denke mal, die meisten kennen ihn, allerdings nicht mit dem Namen, weil ich wusste tatsächlich auch erstmal, musste erstmal nachdenken, wer ist denn das? Habe ich auch nicht direkt gewusst. Habe dann natürlich geguckt. Das ist, ich habe den, also, ich und mein Bruder haben den früher immer Schweinenase genannt, einfach. Weil das derjenige ist, der in der Kantine in Episode 4 den guten Luke da bedroht, dass er auf, meine Güte. Dass er auf 12 Sternen zum Tode verurteilt ist, der ist das. Mit seinem dicken Alien-Freund da. Ponda irgendwas hieß der. Ponda Baba hieß der, glaube ich. Habe ich doch eben auch noch nachgeguckt, Mann. Ich weiß es noch nicht mehr. Na, was soll ich dazu zu sagen, ne? Die kamen auch noch mal in... Alter, bis jetzt nur Deoxys... Deoxys-Kills, genau. Und jetzt, jetzt, jetzt! Komm, 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 komm! Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf! Ach, das braucht einfach... Wird sie sich heute noch öffnen, die Deoxys-Granate? Nein. Ach, die kam ja auch noch mal vor in Rogue One. So ein kleiner Gastauftritt, was ich ganz witzig fand. Obwohl sie da so ein bisschen übertrieben haben mit diesen ganzen Gastauftritten. Aber naja, ist halt bei Episode 7 auch schon so ein bisschen gewesen. So ein paar kleine Sachen sind cool, aber irgendwann haben sie es übertrieben. Oder war das bei Rogue One überhaupt so übertrieben? Vielleicht irre ich mich auch gerade. Bei Rogue One war das, glaube ich, gar nicht so hart. Das war eher bei Episode 7 ein bisschen sehr strapaziert mit diesen ganzen... Ah ja, hier ist das kleine Gimmick und das kennen wir schon und dies und das und das. Aber naja, darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja hier um den Dr. Eversahn gehen. Und den, wie gesagt, ich kannte den gar... Also ich... kannte den Namen dazu nicht, ich wusste gar nicht, wie der heißt. Für mich war das immer Schweinenase. Und der ist tatsächlich Doktor, beziehungsweise hat sich seinen Doktortitel erschleicht. Also das habe ich mir gerade mal so ein bisschen durchgelesen, was da so im Hintergrund zu dem steht. Das ist wahrscheinlich auch teilweise hier gar nicht mehr Kanon, sondern Expanded Universe. Hat sich seinen Doktortitel erschlichen, hat dann immer so versucht, irgendwo da chirurgische Eingriffe zu machen. Also so ein bisschen merkwürdig, was der so für Sachen macht. Hat dann tatsächlich, ist deswegen halt auch größtenteils zum Tode verurteilt auf den ganzen Stern, weil der halt so zwielichtige Operationen gemacht hat. Und wurde tatsächlich dann auch von Boba Fett getötet im Jahr, als der Todesstern auch kaputt gegangen ist. Also der ist in dem Jahr noch gestorben. Oh, Bosk, das verkackst du aber gerade hart, Mann. Das verkackst du aber gerade hart, Mann. Was haben wir denn bis jetzt? 4 Kills, okay. SE-14C ist super. Allerdings muss ich ja auch mit den anderen Sachen was noch reißen hier, ne? Bis jetzt nur SE-14C-Kills gemacht. Was mir nicht allzu viel was bringt, weil das ist eigentlich das Ding, was ich am ehesten noch hinkriege, glaube ich. So, jetzt irgendwie auf ganz gut Glück da so rüber. Aber da bleibt auch nicht stehen, der Typ. Also Deoxys wird echt schwer. Ja, ja, die kommt, glaube ich, nicht an, ne? Fliegt viel zu weit. Ist jetzt immer noch kein einzigen Kill mit irgendwas anderem, ha? Huh? Aber den könnte ich eigentlich mal erschlagen von hinten. Der merkt es ja eh gerade nicht. Oh, jetzt dreht er sich um. Schade. Wollte gerade sagen, der merkt es ja eh nicht, aber dann dreht er sich leider um. So, wir gucken mal. Da hinten sind irgendwo welche noch gespawnt. Komm, pfeffern wir einfach mal rüber. Auf gut Glück, da ist er. Naja, Berserker ist schon eine mächtige Karte, muss man halt zugeben. Auch das pfeffern wir einfach mal rüber. Naja, wird schon... Oh, habe ich sogar noch bekommen. Cool. Jetzt mit der Granate der Double. Der Double! Überhaupt was? Na gut, gar nichts. Hä? Woran ist denn der jetzt gestorben? Einfach mal wieder random zusammengesackt, der Typ. Krass. Was ich noch sagen kann, was ich ganz lustig fand bei diesem Dr. Eversahn und Ponda Baba, das ist eine Szene dazu von Robot Chicken. Für Leute, die das nicht kennen, Robot Chicken ist so eine Art Mini-Internet-Serie, wo die dann so mit... Alter, wieso lösen sich ja alle auf? Wo die dann so mit so, ja, ich sag mal Puppen spielen. Das hört sich erstmal im ersten Moment echt komisch an. Kann man aber eigentlich nur weiterempfehlen. Ist ganz witzig gemacht. Ist, glaube ich, größtenteils auf Englisch nur verfügbar. Aber da gibt's halt ganz viele Sachen. Nicht nur zu Star Wars, aber zu Star Wars ist es echt witzig teilweise, was da so gezeigt wird. Ah, der macht ja auch einen auf.
Granatenwerfer. Oh Mann, ich krieg ja gar keinen... Wir haben jetzt schon die ganzen Kills ready mit der SE-14C. Die brauche ich nicht mehr. Was mich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Was mich ein bisschen enttäuscht. Ich muss hier eigentlich erstmal ein paar Granatenkills machen auch, Mann. Oh Mann, oh Mann. Und bei diesem Robot Chicken gibt es auf jeden Fall so einen kleinen Ausschnitt. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene kleinere Clips zu anderen Charakteren von dem Star Wars-Universum. Also wie gesagt, wenn ihr das angucken wollt, kann ich es empfehlen. Da gibt es halt auch eins zu diesen beiden Charakteren. Und dann ist das so, dass die dann so auf Tatooine arbeiten in so einem, ja, in so einem Zeichenbüro, in so einem Architekturbüro oder sowas. Und dann sind die eigentlich so Bauzeichner. Und dann kommt da der Dr. Evasan so an. Ja, ey, Ponda, wir wollen doch heute in die neue Kantina gucken heute mal, ne? Die da gegenüber aufgemacht hat. Ja, komm mit. Und dann sagt er so, ja, ich weiß ja nicht. Ja gut, komm, mach ich. Und dann macht er, also das ist dann der Spaßvogel so gesehen, der Dr. Evasan, der Schweinenase. Und überredet dann mehr oder weniger den Ponda, damit hinzugehen. Und macht dann da nur Mist. Dann läuft er da rum und dann erzählt er so, dann kommt er da so zu Luke an und sagt ihm dann halt diesen ganzen Kram, den er halt auch in Episode 4 sagt, so von wegen, ja, ich bin zum Tode verurteilt. Und dann kommt Ponda da so an und sagt, hey, nein, das stimmt doch alles gar nicht. Aber Luke versteht den ja nicht, ne, weil der halt ein Alien ist. Und dann, naja, dann ist das alles so ein Missverständnis, dann kriegt er da die Hand abgehackt. Und dann sieht man ihn nur so wieder so Hardcut, dann sieht man ihn wieder im Bauzeichenbüro ohne Hand. Und dann sein Boss so, ja, tut mir leid, Ponda, ne, aber ohne Hand kannst du nicht zeichnen, du bist gefeuert. Ist so ein bisschen schwarzer Humor, ich weiß. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz lustig. Sind ja auch nur fiktive Charaktere, von daher ist das, denke ich mal, ganz okay. Oh, oh. Aua. Warum kann der da durchschießen? Mist, und ich brauche immer noch ganz, ganz viele Granatenkills. Ganz, 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 ganz viele. Das könnte doch noch schwieriger werden als gedacht. Den Nahkampf-Kill dürfen wir auch nicht vergessen. Einmal noch von hinten einer schlagen. Könnte doch schwieriger sein als gedacht. Ey. So, den jetzt aber mit der Granate. Ein bisschen anschwächen. Ja, renn weg. Ah. Und das mit der Deoxys, das macht mir noch mehr Bauchschmerzen. Ne? Die normalen Granaten, die gehen ja einigermaßen von der Abklingzeit her. Aber die... oh Mann, die Deoxys-Sachen. Ah. Das ist so eine kleine Glückssache, würde ich fast sagen. Bringt das was mit Explosion-Shot? Oh, tatsächlich. Würde man jetzt gerne wissen, ob das auch so viel gemacht hätte, hätte ich ins Normal geschossen. Oh, Mann, 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 jetzt. Deoxys-Kill, nein, Assist. Na, da geht immer noch einer durch das Deoxys, oder was? Nee, wird der da. Naja, wir können uns immer in unser Merkmal hier hochspielen, aber... Was bringt's, ne, was bringt's? Na, der hintere geht rein. Komm, jetzt doch endlich die Deoxys dahin. Das bringt mir auch nichts. Muss da auch einen anschwächen vorher. Ach ja, das war nix. Das war nix. Aber immerhin den ersten Granatenkill haben wir. Den allerersten. Wir haben 28 Kills, Mann. Und ich habe den ersten Granatenkill. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber das, so kommen wir auch nicht durcheinander durchs, mit dem Zählen. Das ist auch ganz gut. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, kanntet ihr überhaupt den Namen von dem Charakter? Hat er euch mal interessiert? Habt ihr euch da mal irgendwas so zu durchgelesen? Ich habe mir jetzt, wie gesagt, vor dem Video hier so ein bisschen was durchgelesen. Er ist dann auch Chirurg Tod. Das ist sein Spitzname. Ah ne, Dr. Tod heißt er, sorry. Habe ich mich gerade verguckt. Aber, wie gesagt, ist ganz witzig. Okay. Ich sehe nur leider nichts. Da sind welche. Jetzt. Das gibt's nicht. Es ist zweimal. Nein. Weil der Typ daneben mir die weggenommen hat. Also ernsthaft. Gibt's doch gar nicht. Komm, random. Einfach mal auf gut Glück einfach. Die kann man auch mal raushauen, die ganz normale Granate. Die hat eh kurze Abklingzeit, irgendwie 15 Sekunden. Sowas umdreh. Alter, wie die aber auch alle rumgammeln von denen. Ist ja unfassbar. Die gucken mich auch alle nicht an. Der hat jetzt mal aufgepasst. Mein Partner steht immer so weit hinten. Das stört mich ein bisschen. Das sieht nach einem Win aus, das Spiel, muss ich sagen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Phase gewonnen sein, aber in der nächsten, würde ich fast sagen. Und der AT-ST wird da auch abgeschossen von meinem... Geschütz, was ich da hingestellt hatte. Na, die liegt nicht gut. Es ist, ach Mann. Ja, den Typen jetzt. Der ist auf Hälfte Leben. Den auch. Nein. Habe ich ihn erschossen? Ich mache einfach zu viel Schaden. Scheiß Deoxys-Granate. Mach doch mal ein bisschen schneller und mehr Schaden. Jawohl, zweiter Thermal-Detonator-Kill. Oh. Ich laufe.
Ich laufe! Ich will nicht! Er lässt mich am Leben! Das war ein Fehler, Vader. Oh, oh, ich hab's herausgefordert! Nein! Lass mich in Ruhe! Der ist aber echt nicht gut mit dem Vader. So, jetzt locke ich ihn ins Gift und... Der da! Stirb! Nein! Ist er... Ja! Das stand's, die Oxys-Granate. Alter, ich hab schon gedacht, der stirbt nicht mehr. Super, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch 3 Kills mit dem Thermaldetonator machen und den Nahkampfkill, den ganz fiesen. Da muss ich mich einfach irgendwo mal, glaube ich, hinterstellen und abwarten, bis da einer vorbeiläuft. Aber der Vader kommt hier schon wieder an. Der hält aber auch ganz gut was aus. Na, ich werde drauf gehen. Oh, hier ist ein Hügel, da habe ich Glück gehabt. Aha. Ja, keine Chance, da allen auszuweichen. Da kann ich auch nicht allem ausweichen. So, wo ist er? Er ist wieder ganz, ganz hinten. Das ist echt nicht cool. Ich bin Erster im Team. Wow, mit dem Loadout. Krass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, aber wie vorhin schon gesagt, ihr könnt gerne was schreiben von wegen, ey, kanntet ihr den Typen mit Namen und hat er euch schon immer gefallen? Das hat das nicht gereicht, Mann. Ich versuche die ja immer anzuschießen. Deswegen schieße ich die ganz kurz ins Gesicht so und dann ziehe ich direkt runter, damit er so ein bisschen Schaden kriegt, weißt du? Damit ich ihn dann last hitten kann. Also den jetzt nicht, aber den anderen da mit der Granate. Ach, dieser Vader, der jagt mich doch. Aber der macht den echt nicht so gut. Muss ich halt leider zugeben. Weil jetzt soll er sich dahinter verstecken. Da kommt aber Gift hin, mein Freund. Da kommt eine Granate. Arsch, ey. Naja, aber er kriegt Schaden, er kriegt Schaden. Jetzt haben wir ihn. Der Nienamp ist bei uns auch schon Ewigkeiten hält, aber hat auch nicht viel gerissen, ne? Jawohl, Dritter. Noch zwei. Das ist alles machbar, meine Freunde. Oh, ich habe noch gar nicht die Granate wieder ready. Ich hab irgendwie angenommen, die wäre schon wieder ready, aber das ist total in die Hose gegangen. 42-12. Ich habe sehr wenig Tode dafür, dass wir auf der Map spielen hier tatsächlich. Und dafür, dass ich keine defensive Karte habe. Aber die schlimmste Phase kommt ja noch, die ganz, ganz hinten. Jetzt muss ich hier wieder einen entdecken, der irgendwo... Der da. Nein! Jetzt habe ich ihn auch wieder versucht anzuschwächen. Man hat es gesehen, denke ich. Da ist auch noch einer, aber... Guck mal, der rennt in meinen Dioxys rein. So, da sind so viele, ey. Wenn das jetzt nicht irgendwo einen tötet... Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Normalerweise ist das doch gar nicht so schwer, hier Granatenkills zu machen. Das ist halt, wenn man drauf angewiesen ist. Oh, der Zielschuss, er kommt. Wo ist er denn? Oh, bin ich gerade noch so ausgewichen. Mann, das war richtig knapp. Also da muss ich wieder sagen, Mann, Mann, Mann. Zum Glück ist der Zielschuss so schwer auszuweichen. Habe ich ja echt Glück gehabt, dass hier gerade noch eine Deckung übrig war für mich. Mann, Mann, Mann. Ah, das war Ironie. Das war nicht ernst gemeint. Einfach mal werfen! Ah, den Typen da hinten, der bewegt sich zwar die ganze Zeit auf der gleichen Stelle, aber den treffe ich bestimmt nicht so. Doch! 2 Kills! Oha! Ich hab's geschafft! Okay, jetzt nur noch den Nahkampfkill. Das könnte auch nochmal schwieriger werden als gedacht. Ich muss mich jetzt hier irgendwie nach ganz hinten durchschleichen. Hahaha! Nochmal der Deoxys-Granatenkill. Sowas ist dann. So, für sowas ist es dann gut, okay. Jetzt mich hier irgendwo ganz, 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 ganz schnell durchschleichen. Wo kommt der denn? Oh mein Gott, wo kommen die denn alle her? Warum? Ja, da spawnt auch noch einer direkt neben mir, alles klar. Ey, das schleicht man sich schon so weit durch, ne? Oder kämpft sich da so weit durch und dann spawnen die da einfach. Spiel, bitte. Wie soll ich denn den Auftrag erfüllen hier? Kann doch jetzt nicht daran scheitern, das kann doch nicht sein. Das wird doch jetzt wohl klappen hier. Ich bin auch ein richtig guter Dr. Eversan. Zielerfassung abgeschlossen. Irgendwo hier hinter so einer Dings campen. Wenn dann einer vorbeiläuft, dann zack. Da in dieser Schüssel vielleicht. Aber jetzt schießt schon wieder einer auf mich. Die dürfen nicht auf mich schießen. Na, das bringt hier nichts. Da sieht man mich, glaube ich, zu sehr, oder? Das sieht doch ein Blinder, dass hier einer sitzt. Da oben beim Hügel kommen sie. Ich gehe mal jetzt, damit sie mich nicht auf dem Radar entdecken.
Ganz sneaky. Scheiße. Hör auf, hierher zu gucken. Den da, den da. Er rennt weg. Nein, er dreht sich um, der Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Warum würde der sich in dem Moment umdrehen? Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Es zielt nicht. Es... Ey, das... Das Spiel will mich echt verarschen, Mann. Wir haben verloren. Scheiße! Warum? Der hat doch... Oh nein. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich fühle mich sehr unfair behandelt. Wirklich unfassbar unfair behandelt. Das ist dieser letzte Schlag, ne? Ihr könnt alle gerne da auf Zeitlupe stellen. Da sieht man ganz dick, dass ich einen Hitmarker mache. Man hört das Schlaggeräusch, dass ich einen treffe. Aber er kriegt keinen Schaden und er wird da erschossen. Ja, super. Dr. Everson hat alles hinbekommen, nur hat er leider keinen erschlagen können. Schade, schade, das war es auf jeden Fall wieder mit der Challenge. Ich habe es leider nicht hingeschafft, diesmal. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ach so, sorry, dass ich übrigens die Zoro Subcentroplex nicht spielen konnte, aber das ist einfach zu schwer, immer die richtige Map zu finden. Habe ich ja schon mal erwähnt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss.